Das hier sieht auf den ersten Blick aus wie eine geheime Militärbasis, ist aber ein privater Weltraumbahnhof, von dem aus Touristen ins All fliegen sollen. Und das Besondere, er ist tatsächlich komplett betriebsbereit. Wer dort arbeitet und wann es losgehen soll, wir haben unseren Reporter mal in die Wüste geschickt. Ein betriebsbereiter Weltraumflughafen. Für Touristen, die ins All fliegen möchten. Mit einem kleinen Problem. Wir sind im Süden der USA, im Bundesstaat New Mexico. Eine der am dünnsten besiedelten Regionen der Vereinigten Staaten. 300 Sonnentage im Jahr, endlose Landschaften und mittendrin wir. Auf der Suche nach der Stadt, die Amerikas ersten kommerziellen Weltraumflughafen gebaut hat. Ihr Name? Truth or Consequences. Und so sieht sie aus. Ein Zentrum für Weltraumtouristen haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Ein bisschen futuristischer, moderner und, nett ausgedrückt, etwas belebter. Wir drehen jetzt mal eine kleine Runde im Stadtzentrum. Dort treffen wir sogar eine deutsche Aussteigerin, die ein großer Fan des Weltraumflughafens ist. Sehr viele Einheimischen haben Issues damit, aber ich habe keine Issues damit. Mir gefällt's. Irgendwie muss ja Industrie hergebracht werden und es ist so viel Platz da und es kommen mehr und mehr Leute. Der Spaceport America, wie er hier heißt, ist die Touristenattraktion der Region. Sogar der einzige Souvenirshop der Stadt setzt auf den Raumhafen. Die Stadt freut sich darüber und jeder hofft, dass es weitergeht und erfolgreich ist. Eine Straße weiter entdecken wir so etwas wie eine touristische Anlaufstelle, das Besucherzentrum des Raumhafens. Ja. Hier ist man vorbereitet auf den großen Touristenansturm. Jeder Einzelne wird erwartet. Aber heute sind wir wohl die Einzigen, die hier sind. Wir und ein Mann in einem blauen Raumanzug. Im Durchschnitt haben wir etwa 2000 Leute. Am Tag? Pro Jahr. Wir halten die Gruppen klein, denn es gibt viel zu lernen über das neue Zeitalter der Weltraumflüge. Aha, hier gibt es also nur Führungen für Besucher. Denn die Touristen, die hierher kommen, fliegen noch nicht ins Weltall. Damit müssen sie noch warten. Der Weltraumflughafen ist zwar schon da, es fehlen aber noch die Anbieter für Flüge. Aber die werden nicht warten, bis eine Gemeinde beginnt, einen Weltraumflughafen zu bauen. Wenn diese Leute fertig sind, dann brauchen sie eine Anlage. Die haben wir in der bestmöglichen Lage. Gute Vorbereitung ist eben alles. Wenn schon alles fertig ist, aber noch keiner kommt, was machen die denn dann so? Um das zu klären, müssen wir 50 Kilometer weiter in die Wüste. Denn dort steht er, Amerikas futuristischer Weltraumflughafen. Wie aus einem Science-Fiction-Film taucht er mitten in der Wüste aus dem Nichts auf. Tatsächlich liegt nur wenige Kilometer entfernt White Sands Missile Range, ein Testgelände der US-Regierung für Raketen und Drohnen. Aus diesem Grund ist der Luftraum hier für normale Passagierflugzeuge gesperrt. Ideal für einen Raumhafen, von dem zahlende Touristen ins All fliegen können. Trotzdem sind wir erstmal alleine. Weit und breit ist niemand zu sehen. Selbst das, was der Haupteingang sein soll, ist menschenleer. Aber wir können uns gut vorstellen, wie hier eines Tages Touristen entlanggehen, um an ihr Shuttle ins All zu kommen. Fühlt sich ein bisschen wie Hollywood an. Allerdings endet dieser Eindruck hier. Denn die Tür ist verschlossen. Aber Autos haben wir aus der Luft schon gesehen. Also muss es hier auch irgendwo jemanden geben. An den vorderen Teil des Gebäudes kommen wir nicht ran. Alle Zugänge sind abgeriegelt. Aber da hinten ist was.
Etwas abseits von dem Gebäude mit dem futuristischen Haupteingang steht noch ein anderes Haus. Dahin machen wir uns auf den Weg. Und die Autos deuten es an. Hier treffen wir endlich auch andere Menschen. Hallo, guys. Hallo Jungs. Freut mich. Ich bin Peter. Hallo, ich bin George. Willkommen am Spaceport America. Feuerwehrmänner mit riesigen Trucks. Damit haben wir nicht gerechnet. 5 Einsatzfahrzeuge inklusive voll ausgestattetem Krankenwagen stehen hier. Aber was genau ist ihre Aufgabe? Weit und breit ist auch niemand, oder? Unsere Hauptaufgabe ist es, auf die Besucher, Angestellten und die Gebäude aufzupassen. Aha, es gibt also noch mehr Menschen. Aber wir bekommen erstmal eine Kostprobe, was ihre Einsatzwagen alles so drauf haben. Denn die Jungs sind stolz auf ihr Gefährt. Der Grund, warum sie hier stationiert sind, die Lage des Raumhafens. Die nächste Feuerwehrstation ist über 50 Kilometer entfernt. Bei einem Brand bräuchte die viel zu lange, bis sie am Einsatzort wäre. Wie viele Einsätze hattet ihr denn schon? Manchmal sind es kleinere Sachen, zum Beispiel, wenn sich jemand geschnitten hat oder sich nicht wohlfühlt. Durchschnittlich werden wir einmal die Woche gerufen. Die Feuerwehrmänner sind aber nicht die einzigen, die hier am Weltraumflughafen arbeiten. Jeff und George schicken uns zu Mission Control. Auf dem Weg dahin treffen wir auf Tourguide Mark aus dem Besucherzentrum. Diesmal mit Besuchergruppe. Die würden wohl sofort ins All fliegen, auch wenn es noch nicht so weit ist. Alles ist möglich. Vor 10 Jahren war das alles noch Science Fiction. Und jetzt ist es Realität. Wir wollen nun wissen, von wo hier alles koordiniert wird. Bei einem Weltraumflughafen müsste das doch eine wahre Hightech-Zentrale sein. Wir treffen Christine Anderson, die Leiterin des Flughafens. Das ist Mission Control? Das ist Mission Control, obwohl es sehr klein und einfach aussieht. Es hat nur sehr wenig mit dem Computerräumen zu tun, wie man sie in Filmen sieht, in denen die NASA ihre Raumschiffe steuert. Wir haben hier überall Kameras und können auf 72 Quadratkilometer alles von hier aus sehen. Im Klartext eigentlich nur eine Art Überwachungsraum des Geländes. Die Technik für Start und Landungen der Weltraumflugzeuge muss von den Airlines selbst kommen. Und die gibt es bereits. Unternehmer Richard Branson verspricht vor über 10 Jahren mit seiner Firma Virgin Galactic, als erster Touristen ins All zu fliegen. Das Einzige, das damals fehlt, ein entsprechender Flughafen. Im Glauben, dass das der nächste große Schritt der Menschheit wird, beginnt der US-Bundesstaat New Mexico, den Spaceport America zu bauen. Der Bau hat 218 Millionen Dollar gekostet. Es war ja nichts hier. Wir mussten die Straße bauen, alle Rohstoffe liefern. Es gab keine Elektrizität, kein Wasser und keine Anbindung an Telekommunikation. Wir haben quasi eine kleine Stadt aus dem Nichts geschaffen. 2011 zieht Virgin Galactic dann mit großem Tamtam als Hauptmieter in den Hangar ein. Richard Branson ist sich sicher. Wir werden sicher nächstes Jahr fliegen. Ich hoffe, nächstes Weihnachten starten wir mit den Touristenflügen. Das ist unser Ziel. Doch es kommt anders. 2014 stürzt das Spaceship 2 während eines Testflugs ab. Einer der zwei Piloten stirbt. Das vorläufige Aus für das Projekt, Touristen ins All zu fliegen. Und der Spaceport? 50 Mitarbeiter halten hier seitdem alles am Laufen. Feuerwehr, Security, Verwaltung, alle stehen bereit. Es wird kommen. So wie wir normale Airlines für Passagiere haben, werden wir eines Tages Spacelines haben. Hört sich weit hergeholt an, ist aber gar nicht mehr so weit weg. Bis die ersten Touristenflüge starten, versuchen die Betreiber des Raumhafens mit anderen Möglichkeiten, das Geld wieder reinzuholen.
Sie vermieten das Gelände als Kulisse für Kino- und Werbefilme. Besuchergruppen können im Hangar eine Nachbildung des Weltraumflugzeuges anschauen. Und auch andere Firmen nutzen das abgelegene Areal. Aber das große Ziel des Raumhafens ist der Tag, an dem die ersten Touristen von hier ins All fliegen. Der angeblich schon ganz bald kommen soll. So bald schon, dass wir in das große Hangargebäude nicht mehr reingucken dürfen. Es tut mir leid, aber wir können euch nicht ins Gebäude lassen. Virgin Galactic bereitet es gerade für ihre zukünftigen Flüge und Astronauten vor. Wenn sie fertig sind, dann darf auch wieder Presse rein. Aber bis dahin können wir das leider nicht machen. Tatsächlich verkündet Virgin Galactic kurz nach unserem Besuch, dass ihr neues Spaceship fertig sei und sie demnächst erneut Testflüge starten. Genauere Voraussagen will der Virgin Galactic-Boss diesmal aber nicht machen. Aber alle, die wir auf unserer Reise zum Weltraumbahnhof getroffen haben, sind sich sicher. Eine tolle Idee. Ohne Zweifel ist das das Schicksal der Menschheit. Es wird passieren. Grenzenloser Optimismus. Genau das braucht man auch, wenn Träume wahr werden sollen.